Grüß Gott, liebe Schwestern und Brüder. Heute am vierten Adventssonntag bin ich wieder einmal mit Ihnen in der Kirche und möchte Ihnen anhand unseres Familienaltares etwas über das heutige Evangelium erzählen. Wir haben heute gehört, wie Josef, der Mann Mariens, sich entscheidet, zu Maria und zu dem Kind, das von Gott kommt, Ja zu sagen. Und auf unserem Familienaltar sehen wir eine wunderbare Darstellung von Francesco Solimena. In der Mitte Maria mit dem Kind, davor der kleine Johannes der Täufer, auf der einen Seite Elisabeth und Zacharias und im Hintergrund dunkel das Gesicht des heiligen Josef. Ich halte das für eine besonders schöne Darstellung, dass wir auf diese Weise zeigen, ja, Josef ist da, er ist bereit zu helfen, er steht dafür ein, dass dieses Kind mit Maria in dieser Welt leben kann. Das ist doch auch unsere Aufgabe als Christen. Wir stehen im Hintergrund, Gott muss in die Mitte gestellt sein. Und wir dienen Gott in der Weise, wie er es für uns vorgesehen hat. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Aufgabe des heiligen Josef für sich selbst wahrnehmen können, dass Sie erkennen, Sie sind berufen von Gott. Sie haben eine Aufgabe für andere. Und Gott beauftragt Sie, für die anderen Menschen da zu sein und ihnen Freude und Liebe zu bringen. Das ist eine gute Weihnachtsvorbereitung. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das jetzt noch in diesen Tagen tun können. Das Herz öffnen für Gott, der zu Ihnen kommen will, sodass Sie Ihre Lebensaufgabe finden, für andere da zu sein, weil Gott Ihnen den Auftrag dazu gibt. Alles Gute, einen schönen vierten Adventssonntag hier aus dem Neukloster. Auf Wiedersehen.